Weiter geht es auf dem Weg nach Tasmanien. Montag, 28. Juli 1788, 13 Uhr. Starke Stürme und böiges Wetter. 16 Uhr. Habe Großbramstänge und Besanmaßstänge herabgeholt. 20 Uhr. Moderator setzt ein enggerepptes Vormaß. Dienstag, 29. Juli, 0 Uhr. Frische Winde und schönes Wetter. 6 Uhr. Maßsegel im zweiten Reff. 8 Uhr. Servierte Instantsuppe und Haferbrei wie üblich zum Frühstück. 10 Uhr. Alle Betten und Säcke hoch und unten gereinigt. Segelmacher reparieren das Besanmaßsegel und Zimmerleute dichten ab. 12 Uhr. Schönes Wetter und eine scharfe, angenehme Luft. Ein paar Albatrosse und Seevögel um uns rum. Öffnete ein Fass Rindfleisch Nummer 1262, Inhalt 86, 8 Pfundstücke. Unter ersten Refs. Temperatur 9,5 Grad, Kurs Süd 36 Grad Ost, Entfernung 161 Meilen. Dienstag, 29. Juli, 13 Uhr. Frische Brise und gutes Wetter. Ohne Refs und das Vormaß und Binnenklüver gesetzt. 22 Uhr. Stürmisches Wetter, Klüver eingeholt. Das Vormaß wurde doppelt gerefft und das Großmaßsegel einfach gerefft. Mittwoch, 30. Juli. 2 Uhr. Frische Stürme und dunkles bewölktes Wetter mit Böen. 3 Uhr. In zweiten Refs Großmaß. 6 Uhr. Manchmal regnete es etwas und das setzte sich den Rest des Tages in regelmäßigen Abständen fort. 9 Uhr. Instantsuppe, die wie zuvor zum Frühstück und Abendessen serviert wurde. 10 Uhr. Segelmacher beschäftigen sich mit der Herstellung von Beuteln für die Leute, um ihre Kleider darin zu verstauen. Unten gereinigt und gelüftet. 12 Uhr. Böig mit leichtem Regen. Unter einfach gerefften Großmaß, Focksegel und doppelt gerefften Vormaß. Ein paar Albatrosse und Seevögel um uns rum. Temperatur 12,1 Grad. Kurs Ost-Südost, 3/4 Ost. Entfernung 155 Meilen. Mittwoch, 30. Juli 1788, 13 Uhr. Frische Stürme und offenes bewölktes Wetter. Große Anzahl von Albatrossen. Donnerstag, 31. Juli, 4 Uhr. Manchmal etwas Regen. 7 Uhr. Nasses, unangenehmes Wetter. 8 Uhr. Instantsuppe wie gewohnt zum Frühstück und Abendessen serviert. 10 Uhr. Albatrosse, Raubmöwen und Seevögel. Trocknung und Reinigung unten angewiesen. Segelmacher machen Taschen. 12 Uhr. Sehr regnerisches und unangenehmes Wetter. Unter einfach gerefften Vormaß und ganzem Großmaß. Temperatur 10,2 Grad. Kurs Süd 79 Grad Ost. Entfernung 176 Meilen. Donnerstag, 31. Juli, 13 Uhr. Frische Brise und dickes Regenwetter. Viele Albatrosse und Seevögel in der Nähe. 16 Uhr. Leichte Lüfte und still. Dünung aus Südwesten. Nahm die Segel herunter, um zu verhindern, dass sie von der heftigen Bewegung des Schiffes in Stücke gerissen werden. 20 Uhr. Leichte Brise, setzten Segel. 1. August, 2 Uhr. Wende. 8 Uhr. Servierte Instantsuppe und Kraut wie üblich. Unten gereinigt und gelüftet. Angewiesen, Garn zu spinnen und zu wickeln. Reparieren der Takelagenhilfsmittel und andere nötige Aufgaben. 12 Uhr. Schönes Wetter, aber viel Staub aus dem Süden und Westen. Viele Albatrosse verschiedenster Art. Blaue Seevögel und ein paar Perlhühner und die gewöhnlichen Sturmtaucher. Temperatur 10 Grad, Kurs Süd 47 Grad Ost, Entfernung 59 Meilen. Freitag, 1. August, 13 Uhr. Sehr bewölkt, besonders im Südwesten. 14 Uhr. Ruhiges und regnerisches Wetter. 16 Uhr. Mäßige Brise und dunkles bewölktes Wetter mit Regen. Samstag, 2. August, 0 Uhr. Ein bisschen böig. 3 Uhr. Schönes Wetter, alle Refs raus und Außenklüver gesetzt. 8 Uhr. Schönes Wetter, warmes Frühstück wird wie gewohnt serviert.
Schiffsreinigung angewiesen, wobei Samstag der Tag ist, an dem keine andere Arbeit verrichtet wird, außer dass die Leute ihre Kleidung reinigen und ausbessern. 12 Uhr. Leichte Brise und schönes Wetter mit einer scharfen, trockenen Luft. Temperatur 9 Grad. Kurs Ost 2 Grad Süd. Entfernung 104 Meilen. Samstag, 2. August. 13 Uhr. Schönes Wetter und angenehme Luft. 15 Uhr. Einige kleine Regenschauer. 16 Uhr. Sah ein kleines Stück Seetang. 20 Uhr. Mäßiges und schönes Wetter mit zeitweise etwas Regen. Sonntag, 3. August, 0 Uhr. Frische Brise und bewölkt. 2 Uhr. Frische Stürme und böig, mit Klüvern und doppelt gerefft. 8 Uhr. Etwas Tang gesehen. Instantsuppe wie gewohnt zum Frühstück und Abendessen ausgegeben. Unten gereinigt und Gottesdienst durchgeführt. 12 Uhr. Starke Stürme und böig in vierten Refs Maßsegel. Albatrosse und Seevögel wie üblich. Hohe See, die häufig von Nordwest über uns bricht. Temperatur 10,2 Grad. Kurs Ost 10 Grad Süd. Entfernung 143 Meilen. Sonntag, 3. August. 13 Uhr. Starke Stürme und dunkles bewölktes Wetter. Montag, 4. August. 4 Uhr. Harte Stürme und dickes Regenwetter. In Maßsegeln. 7 Uhr. Haben Seetang gesehen. 8 Uhr. Instantsuppe wird wie üblich zum Frühstück und Abendessen ausgegeben. Und da das Wetter sehr ungemütlich ist und nass war, befahl ich, süßen Malzsud bereitzustellen und servierte jedem Mann und Offizier einen Pint im Verhältnis von einer Gallone Malz zu vieren Wasser. 12 Uhr. Am Mittag waren gereffte Großsegel alles, was ich überhaupt fahren konnte. Ein sehr starker Sturm und dickes Regenwetter. Temperatur 10,3 Grad. Kurs Süd 80 Grad Ost. Entfernung 191 Meilen. 4. August, 13 Uhr. Starker Sturm und das Meer bricht häufig über uns mit dicken Regenwetter und Böen. 15 Uhr. Deckte die Boote gut mit Abdeckungen ab, um zu verhindern, dass sie mit Wasser volllaufen. Das Meer peitscht über unsere unteren Rahen. Dienstag, 5. August, 7 Uhr. Das Wetter blieb unverändert. Ich befahl und sorgte dafür, dass das Schiff durch Feuer gut getrocknet war. Servierte wie üblich Instantsuppe zum Frühstück und Abendessen und gab dem Mann um 11 einen Pint süßen Sud. 12 Uhr. Zeitweiliges Zeigen der Sonne durch die Schauer ermöglichte mir eine gute Beobachtung. Unter gerefften Großsegeln. Wenige Vögel. Temperatur 11,5 Grad. Kurs Ost zu Süd. 1,5 Süd, Entfernung 160 Meilen. Dienstag, 5. August, 13 Uhr. Das Wetter war an diesem Tag sehr schlecht. Es regnete fast ständig und war dicht, mit einem sehr starken Sturm und der See, die ständig über uns brach. 15 Uhr. Es wird zeitweise moderat und das Großmaß wurde immer wieder in vier Refs gesetzt und wieder eingeholt. 18 Uhr. Da das Schiff unten nass war, hatte ich zwei gute Feuer zwischen den Decks und sorgte dafür, dass es den Männern so gut wie möglich ging. Alle nassen Kleider wurden beim Kombüsenfeuer aufgehängt und waren trocken, als sie benötigt wurden. Mittwoch, 6. August, 2 Uhr. Die Leute erhielten ihr gutes Frühstück mit Instant-Suppengrütze, wie üblich, und auch eine sehr gute Erbsensuppe zum Abendessen. Und um 11 Uhr hatten jeder Mann und jeder Offizier seinen Pint süßen Sud. 7 Uhr. Die Feuer wurden unten fortgesetzt und das Schiff wurde bis Mittag ziemlich trocken, als das Wetter den Anschein hatte, sich zu mäßigen. 10 Uhr. Einige Albatrosse verschiedener Arten, wie wir sie vor Kap Horn gesehen haben. Einige kleine blaue Seevögel und Sturmtaucher, aber keine Perlhühner. 12 Uhr. Ich habe keine Beobachtungen gemacht, da die Sonne nicht einmal in 24 Stunden schien. Unter gerefften Großsegeln und vierten Refs im Großmaß. Temperatur 11,1 Grad. Kurs Ost 3/4 Süd. Entfernung 114 Meilen. Mittwoch 6. August 13 Uhr. Das Wetter begann sich nun zu ändern und wurde gemäßigt mit wenigen und wechselnden Winden, die sich gegen Ende des Tages sehr plötzlich auf Süd drehten.
Die Luft wurde viel kälter und viele Vögel tauchten aus dem Süden auf. Albatrosse, Perlhühner und Seevögel. Gegen Mittag kam schönes Wetter, aber die Wolken waren im Süden dicht. 20 Uhr. Gelegentlich Segel gesetzt. Donnerstag, 7. August. 6 Uhr. Böig und Regen. 8 Uhr. Instantsuppe wie üblich zum Frühstück serviert. Unten gereinigt und hatte drei gute Feuer, um das Schiff zu lüften. 11 Uhr. Servierte süßen Sud, ein Pint pro Mann. 12 Uhr. Mäßige Brise und schönes Wetter, unter ersten Refs. Ich habe gute Beobachtungen für den Zeitmesser gemacht, aber keine für die Abweichung. Vielleicht sollte ich zwischendurch nochmal erklären, was er mit der Abweichung meint. In Teil 41 haben wir das ja bereits angesprochen. Schon im 15. Jahrhundert wurde es den Seefahrern ersichtlich, dass der magnetische Pol nicht dem geografischen Pol entspricht. Durch diesen Versatz gibt es eine Kompassabweichung, auch Deklination oder Missweisung genannt, die je nach Position auf dem Erdball eine andere ist. Deshalb wurde diese Variation auch in den Seekarten verzeichnet. Ob oder seit wann man auch wusste, dass sich die Lage des magnetischen Pols über die Jahre verschiebt, das konnte ich bisher nicht recherchieren. Temperatur 7,3 Grad, Kurs Nord 84 Grad Ost, Entfernung 77 Meilen. Donnerstag, 7. August, 13 Uhr. Mäßiges und schönes Wetter, viele Vögel, etwa wie gestern. 16 Uhr. Bewölktes Wetter. Heute Nachmittag konnten keine Beobachtungen gemacht werden. 20 Uhr. Schönes Wetter. Freitag, 8. August, 0 Uhr. Bewölkt. 7 Uhr. Bewölktes Wetter und eine trockene, kalte Luft. Haben alle Taue und alles andere an Deck geholt und Schiff gereinigt. 9 Uhr. Instantsuppe, Kraut und Sud wie gestern serviert. 10 Uhr. Bei glattem Wasser, hart am Wind getrimmt. 12 Uhr. Bewölktes Wetter mit einigen Intervallen von Sonnenschein. Habe die Taue unter Deck gebracht und unten Feuer gemacht. Temperatur 5,2 Grad. Kurs Nord 80 Grad Ost. Entfernung 92 Meilen. 8. August, 13 Uhr. Der Wind begann mit sehr stürmischem Wetter zuzunehmen, was uns unter doppelte Refs brachte. 15 Uhr. Regen und Graupel. 17 Uhr. Es blies jetzt ein starker Sturm mit Böen, der mich zwang, das Vormaßsegel einzuholen. Um 6 Uhr sind wir unter gereften Großmaß und gereften Großsegeln. Samstag, 9. August, 2 Uhr. Harte Sturmböen, Großmaß eingeholt. 3 Uhr. Regen. 6 Uhr. Setzen das Großmaß gereft. 8 Uhr. Starker Sturm und klares Wetter. Servierte Instantsuppe wie üblich und servierte jedem Mann einen Pint süßen Sud. Wies die Segelmacher an, ein zweites Reff an das zweite Focksegel anzubringen. Unten gelüftet und gereinigt. Zwei Feuer zwischen den Decks gemacht, Großsegelreffs raus. 12 Uhr. Am Mittag klares Wetter und mäßiger Sturm. Leichte Schauerböen zeitweise. Viele blaue Seevögel, Rebhühner, Sturmtaucher und kleine Albatrosse. Viel Seegang. Unter doppelt gerefften Maßsegeln und gerefften Focksegel. Temperatur 7,3 Grad. Kurs Nord 77 Grad Ost. Entfernung 103 Meilen. 9. August, 13 Uhr. Klares Wetter und mäßiger Sturm. Ausgabe sauberer Hängematten und Taschen an alle Seeleute. 16 Uhr. Aus allen Reffs außer dem ersten Reff bei den Maßsegeln. 22 Uhr. Manchmal leichter Regen. Sonntag, 10. August. 8 Uhr. Klüver gesetzt. Mäßiges und bewölktes Wetter. Servierte Instantsuppe und süßen Sud wie gestern. Musterte die Leute und sah sie sauber. Ließ die Kriegsstatuten und gab den Gottesdienst. 12 Uhr. Mittags bewölktes Wetter. Zeitweise kam die Sonne raus und ich bekam eine gute Beobachtung. Kleine Albatrosse, Rebhühner und blaue Seevögel. Glatte See. Temperatur 9 Grad. Kurs Süd 61 Grad Ost. Entfernung 88 Meilen.
Ja, liebe Südsee-Abenteuerfreunde, wir sind etwa auf Höhe Australien angekommen und eigentlich wollte ich in diesem Teil die Bounty mit euch bis nach Tasmanien begleiten, aber das ist doch echt noch eine ganze Ecke. Immerhin ist Australien ja ein ganzer Kontinent. Deshalb teile ich die Down Under-Episode mal in zwei Teile und freue mich, wenn ihr im nächsten Teil wieder mitreist. Bis dann, tschüss!